Nochmal zurück zur Bundesebene, Herr Klingbeil. Wir können ja ganz eindeutig beobachten, dass die Technologie die Gesetzgeber pausenlos überholt sozusagen, also deutlich schneller ist. Was empfehlen Sie der neuen Bundesregierung? Was müsste auf Gesetzgeberseite anders aufgestellt werden? Was müsste sich da verändern, dass Sie Ihre Arbeit gut machen können und dass wir auf Bundesebene da mehr Zugriffsmöglichkeiten und Sicherheit haben? Also das ist jetzt natürlich eine vielschichtige Frage. Ich bin jetzt nicht, ich kann nicht für den Bundesgesetzgeber reden. Ich kann nur Folgendes sagen, und da sieht man auch die Zusammenhänge. Ich denke, die NSA-Affäre hat jetzt im EU-Parlament ein Stück weit wie ein Durchlauferhitzer gewirkt. Also die Beratungen bis zur Sommerpause waren ja schon schwierig genug mit diesen fast 4.000 Änderungsanträgen. Aber ich denke, seit der Sommerpause das jetzt in 3 Monaten praktisch nochmal durchgehauen zu haben und die Kompromisslösung jetzt durchgesetzt zu haben bei allen Fraktionen, also dafür gebührt zunächst mal Jan Philipp Albrecht ein großes Kompliment. Das war wirklich eine ganz reife Leistung. Was jetzt wirklich schwierig ist, insofern ist dann wieder die Bundespolitik angesprochen, ist jetzt der Knoten, den der Ministerrat reinbringt. Ja? Der Ministerrat hat in der Sitzung Ende Oktober gesagt, das war die Sitzung, wo die Frau Merkel und der französische Präsident verpflichtet wurden, jetzt mit den Amerikanern zu reden. Ob da der Zusammenhang ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, das spielt auch eine Rolle, dass die Bundesregierung derzeit oder die Bundestagsfraktion jetzt in die Koalitionsverhandlungen verstrickt sind. Jedenfalls hat man gesagt, der Zeitplan soll sich jetzt verschieben auf Ende 2014, Anfang 2015. Und bis man dann soweit ist, dann haben wir tatsächlich ein neues Parlament, haben eine neue Kommission. Man muss wahrscheinlich viele Diskussionen wieder von vorn anfangen, obwohl wir diese Verfallsklauselregelung nicht haben im Europäischen Parlament. Aber das macht die ganze Sache natürlich extrem schwierig. Ja. Und wir brauchen jetzt auch keine neuen Bundesgesetze, sondern man sollte sich jetzt konzentrieren auf die europäische Lösung und die dann aber auch konzentriert und, denke ich, auch konstruktiv angehen und auch vielleicht manche Bedenken zurückstellen, die man durchaus noch haben kann und die man aber auch noch diskutieren sollte. Dazu gehören bestimmte Fragen wie, wer regelt jetzt was, wenn man der EU-Kommission diese unsinnigen Befugnisse wegnimmt, die ja vorgesehen hatte, manche Dinge zu regeln. Da muss natürlich irgendjemand das regeln, das muss dann geklärt werden. Ja. Aber dafür ist ja noch ein bisschen Zeit. Also ich denke, man sollte sich jetzt auf den Schwerpunkt konzentrieren, die europäische Datenschutzreform wirklich über die Hürde zu bringen. Es gibt ja parallel noch die Richtlinie für Polizei und Justiz. Also die gibt dann nur einen Rahmen, wobei erfreulicherweise vorgesehen ist, dass die Staaten dann auch etwas strengere Datenschutzregelungen für Polizei und Justiz selber fassen können. Also insofern, denke ich, sind die Hausaufgaben klar und dem sollte sich die Bundespolitik dann auch widmen. Frau Dr. Moser, als Vertreterin auch der Unternehmen. Sie sind als Juristin natürlich sehr, sehr viel mit dem Bundesdatenschutzgesetz zugange. Sehen Sie das als ausreichend für den Moment? Sehen Sie Handlungsbedarf auf politischer Ebene, was diese Gesetzgebung angeht? Also grundsätzlich begrüße ich sehr, dass es endlich eine EU-Regelung geben wird, weil das, also wie es ja schon gesagt worden ist, mit den unterschiedlichen Landesgesetzen, das ist jetzt nur ein Thema. Wir haben ja nicht nur das Bundesdatenschutzgesetz, sondern wir haben ja noch zig andere Gesetze, also im Online-Bereich das Telemediendienstegesetz. Wir haben SGB, es gibt TKG, StPO, es gibt zig Gesetze, durch die man sich als Jurist durchwühlen muss. Und es ist definitiv wichtig, dass es da europäische einheitliche Regelungen gibt. Ergänzend, das muss man auch sagen, was gut ist an der neuen Regulierung, ist, dass es gerade zum Beispiel, was wir in Deutschland haben, was aus meiner Sicht absolutes Unding ist, aber es ist einfach jetzt mal so, wie es ist, wir haben nun mal die 16 Bundesländer und jedes Bundesland hat seinen Datenschutzbeauftragten und jeder Datenschutzbeauftragte legt das Gesetz wieder anders aus. Und das passiert dann natürlich, das ist auch kein Geheimnis, es gibt sehr viele kleinere Unternehmen, die springen von Bundesland zu Bundesland. Und da muss man auch sagen, da ist auch dem Datenschutz nicht geholfen.
Wenn einheitlich, dann auch richtig einheitlich. Und das bedeutet auch einheitliche Auslegung. Es kann nicht sein, dass die einen das anders verstehen als die anderen. Und das führt auch leider mit der neuen Datenschutzgrundverordnung. Es gibt dort auch viele sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe. Also auch Rechtsbegriffe wie legitimes Interesse und andere Thematiken, also im Bereich jetzt, wann ist ein Datum personenbezogen, wann ist es pseudonym, wann ist es anonym. Auch da wird es wieder Auslegungsspielraum geben. Da freut sich dann quasi meine Kollegen drüber. Ohne Zweifel. Also ich glaube, mein Job ist die nächsten 10 Jahre mindestens gesichert. Schön für mich, aber es ist das, auch das führt nicht unbedingt zu mehr Rechtssicherheit. Also ich glaube, da ist es unheimlich wichtig. Wir haben die Thematik auch jetzt schon mit dem aktuellen Gesetz, mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Aber es ist nicht nur das Gesetz, es ist auch die Durchsetzung und die Interpretation der Gesetze. Und dazu zählt auch zum Beispiel mit der Durchsetzung, es mag sein, dass dieses Gesetz dann per se vom Anwendungsbereich tatsächlich vielleicht auch für amerikanische Unternehmen gilt, die hier in Deutschland ihren Marktplatz sehen, also dieses sogenannte Marktortprinzip, was jetzt auch mit eingeführt werden soll. Wer setzt das denn durch? Also es geht schon für uns, ist das als Unternehmen ein Wettbewerbshindernis, mit strengen, auslegungsbedürftigen Gesetzen zu tun zu haben. Aber andererseits das Problem zu haben, wie wird es denn durchgesetzt? Und da sind wir natürlich, wenn wir in Deutschland unsere Niederlassung haben, jetzt egal in welchem Bundesland, ist es dann ganz klar, dass die Durchsetzung natürlich einfacher ist, beziehungsweise generell möglich ist im Verhältnis zu irgendeinem anderen, egal aus welchem, aus Afrika, ob aus Amerika oder aus welchem Land auch immer, Russland, Indonesien, es gibt auch zig Anbieter, die vielleicht tolle Apps anbieten und die ganze App vielleicht von meinem Handy alle Daten runtersaugt. Dann mag das möglicherweise nach der neuen Datenschutzgrundverordnung die Regulierung Anwendung finden. Dann denke ich als Verbraucher, jetzt haben wir die neue Regulierung, jetzt kann ich doch mein Recht geltend machen. Pustekuchen, oder? Herr Albrecht, direkt dazu. Natürlich kann ich mein Recht dann geltend machen, genauso wie ich mein Recht hier in Baden-Württemberg aufgrund des baden-württembergischen Datenschutzrechts geltend machen lassen kann. Also, wem denn? Ja. Also ich meine, dass es Menschen gibt auf dieser Welt und Unternehmen gibt in dieser Welt, die sich der Rechtsdurchsetzung entziehen, indem sie auf die Bahamas gehen, ist doch nichts Neues. Also ich meine, das haben wir im Steuerrecht genauso wie in allen anderen Regulierungstatbeständen. Wenn ich Ihnen jetzt hier so zuhöre, dann höre ich im Grunde genommen einfach nur Kritik, die man genauso anwenden kann auf die jetzige Rechtslage. Und ich verstehe einfach nicht, warum gerade Unternehmen wie Ihres diese Verordnung nicht als viel größere Chance betrachten, endlich die Bürokratie unterschiedlicher Regulierungen, die Sie gerade kritisieren, loszuwerden und darauf hinzuwirken, dass wir ein Datenschutzgesetz haben, das sowohl den Verbraucherinnen und Verbrauchern Rechtssicherheit und legitimen Schutz bietet, als auch den Unternehmen Rechtssicherheit in ihren legitimen wirtschaftlichen Interessen bietet. Das verstehe ich nicht, wie man da diese Chance nicht ergreifen kann und sehen kann. Ich würde mir das wirklich wünschen, dass das stärker der Fall ist. Diese Kritik, die Sie jetzt geäußert haben, die lässt sich auf das jetzige Recht genauso anwenden. Und ich gehe mal die Punkte durch. Also in puncto Cookies ist das jetzige Recht sehr scharf. Wenn es richtig durchgesetzt worden wäre, was nicht der Fall ist in Deutschland. Deutschland ist gesetzeswidrig im Moment unterwegs, was die E-Privacy-Richtlinie angeht. Ja, gut, da sind wir jetzt Juristen, ist eine Auslegungssache. Ich kann Ihnen den Text vorlesen, da werden alle Leute in diesem Raum sagen, da steht drin, jeder Cookie braucht eine Zustimmung des Betroffenen. So, das wurde. Zustimmung erteilt wird, steht aber nicht dran. Das wurde, ja, Zustimmung ist aber Zustimmung. Aber wir können jetzt darüber lange diskutieren. Trotzdem ist es so, die jetzige Rechtslage ist sehr scharf. Wenn Sie in die Datenschutzgrundverordnung gucken, dann diskutieren wir die Frage, inwiefern
der Umgang mit Cookies gerechtfertigt ist in dieser oder jener Richtung. Und wir haben eine Formulierung gefunden, die meines Erachtens nicht so scharf ist wie die Formulierung der E-Privacy-Richtlinie. Das wird allerdings überhaupt nicht gesehen, da wird überhaupt nicht mit umgegangen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wir dafür kritisiert werden. Und ich wundere mich einfach, dass man dieses nicht als Chance begreift, sondern sich von allen Seiten hinstellt und sagt, das ist doch alles total kritisch, wo wir uns alle eigentlich einig sind, dass die jetzige Rechtslage eigentlich niemanden in die Hände spielt, für niemanden gut ist, weil es nämlich genau das ist, was Sie kritisieren. Es sind unglaublich viele unbestimmte Rechtsbegriffe, und zwar in 28 plus 16 unterschiedlichen Rechtsordnungen in Europa. In allen Gesetzen sind unbestimmte Rechtsbegriffe. Das wird man in der Politik nie loswerden. Das ist auch einfach nur damit so, dass wir auch die Möglichkeit haben, irgendwann mal zum Abschluss eines Gesetzes zu kommen und nicht uns sozusagen jahrelang in Tausenden von Gesetzesseiten darüber auszulassen, was theoretisch für ein Fall kommen könnte, den man jetzt schon als Gesetz beantworten muss, damit es später nicht ein Gericht beantworten muss. Das ist einfach nicht die Diskussion. Die Diskussion ist vielmehr, hat man den politischen Mut und den Willen, jetzt eine Datenschutzverordnung zu verabschieden, die für die ganze Europäische Union einen Datenschutzstandard bietet, der allen Interessen weitestgehend gerecht wird. Und ich glaube, dass das, was wir verabschiedet haben, in diese Richtung geht. Und insofern wundere ich mich halt, inwiefern hier also so eine sehr kritische Haltung eingenommen wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn man die positiven Seiten dieser Entwicklung sieht und sich mit einbringt in die Debatte und eher danach fragt, warum wird diese Regulierung denn immer noch nicht in die Realität umgesetzt, nachdem man jetzt 4 Jahre darüber diskutiert hat. Bevor wir Zeit auch für Ihre Fragen haben, möchte ich gerne noch auf einen Punkt kommen, Frau Zinke. Die Verbraucherzentrale, der Bundesverband hat ja eine ganz aktuell wieder eine Klage diesmal gewonnen gegen Google. Das ist jetzt ein ganz frisches Urteil. Das wäre schön, wenn Sie da kurz berichten. Was war Inhalt der Klage und was heißt das jetzt für Google, was heißt das für andere IT-Unternehmen? Also wir gehen zum einen schon verstärkt, schon länger gegen die großen Internetunternehmen vor, wo man auch sagen muss, hier funktioniert die Rechtsdurchsetzung bisher. Die Datenschutzgrundverordnung wird, wenn sie, sage ich mal, der aktuelle Entwurf beispielsweise, würde uns da noch weitaus mehr helfen. Jetzt haben wir nämlich immer das Problem, wir können nur gegen Datenschutzverstöße vorgehen, die in allgemeinen Geschäftsbedingungen sind. Das heißt also alles, was in AGB steht und in Datenschutzerklärung, dagegen können wir vorgehen. Sind Unternehmen aber so, dass sie einfach Datenschutzverstöße machen, ohne es aufzuschreiben, um es mal klar zu sagen, haben wir ein Problem, dann können wir nämlich nichts machen. Und bei Google ist es beispielsweise so, wir haben uns die Klausel mal angeguckt, letztes Jahr 2012, als sie ihre gesamten Datenschutzerklärungen und allgemeinen Geschäftsbedingungen zusammengeführt haben, aller ihrer Dienste zu einer einzigen. Und wir haben insgesamt jetzt 25 Klauseln vor Gericht eingeklagt. Davor abgemahnt haben wir, glaube ich, knapp um die 40. Bei einigen hat Google auch vorher schon eine Unterlassungserklärung abgegeben und bei den 25 Klauseln waren sie nicht bereit. Das sind nicht nur Datenschutzklauseln, aber zum großen Teil, also 15 davon sind Datenschutzklauseln. Da ging es hauptsächlich darum, dass gar nicht klar war, wie Google die Daten verarbeitet. Also dieser Text durchzieht eigentlich nur Begriffe wie möglicherweise, gegebenenfalls machen wir das. Das heißt, der Verbraucher liest das, soll einwilligen in diese umfassende Datenweitergabe teilweise auch und weiß eigentlich überhaupt nicht, was Google tatsächlich damit macht. Und das Landgericht Berlin hat uns jetzt in erster Instanz vollumfänglich Recht gegeben. Und Detail kann ich dazu noch nicht versagen. Die Entscheidungsgründe liegen uns auch noch nicht vor und der Richter wollte auch nicht mehr sagen. Das heißt, wir müssen das noch prüfen. Google hat ja aber selbst schon angekündigt, in Berufung zu gehen. Man muss auch sagen, das ist, glaube ich, unser drittes Verfahren gegen Google. In den anderen sind sie auch in Berufung gegangen. Facebook ist. Nein, nicht. Also, ja, letztlich haben wir dann sozusagen gewonnen. Hier ist es, glaube ich, besonders brisant, weil es letztlich darum wirklich geht, dass sie diese Erklärung gilt halt für alle Google-Dienste. Also, sie gilt halt auch für Google Plus, für das soziale Netzwerk, für YouTube etc. Also, all diese Dienste, die Google hat. Und die Daten, die sie von den Verbrauchern sammeln, und sammeln wollen und auch weitergeben wollen und verwenden wollen, sind sehr, sehr umfangreich.
Und viele Erklärungen sind auch tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, dass sie gar nicht in so eine Datenschutzerklärung einfach rein dürfen, weil man in bestimmte Dinge ja aktiv einwilligen muss. Das heißt, ich muss auch mal einen Haken setzen oder sagen, ja, ich stimme zu. Nur weil Google diese riesige Erklärung macht und ich einen Dienst nutze, kann das nicht bedeuten, dass diese ganzen Daten von mir verarbeitet werden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bei Facebook haben wir genau das Gleiche letztlich. Muss man auch da, also da sind wir jetzt in der Berufungsinstanz vor dem Kammergericht Berlin, haben aber immer noch nicht mal einen Termin nach 1,5 Jahren. Das ist halt auch sowas, wo man sieht, aber das Problem wird man immer haben. So ist das einfach vor Gericht. Es dauert halt lange und bis dahin hat Google schon wieder 10 neue Dienste eingeführt. Aber man kann wenigstens, also gerade viele Klauseln, die jetzt dabei sind, sind so grundsätzlicher Natur, sodass man einfach auch grundsätzliche Dinge mit so einem Urteil jetzt mal schaffen kann, wo man zeigen kann, so geht es dann halt nicht. Okay. Wir wollen genügend Zeit haben für Ihre Fragen und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Fragen jetzt schon aufgrund der ersten Beiträge entstanden sind.